Und ich sah, da ist jemand hinter uns. Ach was, sagt er, da ist keiner hinter uns. Und da ist passiert, sie sind verhaftet, Mumps. Da kam ich nach irgendwo in so ein Gefängnis zur Verhandlung. Das konnte ich gar nicht verstehen alles. Und während ich da war, wurden alle Homosexuellen abgetransportiert nach Mauthausen und sind fast alle. Umgekommen. Ja. Und dann kam ich wieder ins KZ. Und zwar nach Buchenwald.